Freunde, wir haben uns heute mal endlich ein kleines Bild gestaltet mit diesem Triptychon und diesen Wassertransfers von La Blanche. Ich finde das cool. Man kann da mit vielen verschiedenen Farben spielen. Wir zeigen euch jetzt mal, wie wir das hier gemacht haben. Bleibt dran, viel Spaß. Ich möchte mir heute endlich mal dieses Triptychon gestalten. Das sind ja so coole Teile schon an sich, dass man da eigentlich schon bald ja nicht mehr drauf machen muss. Aber von La Blanche hat man ja so viele Möglichkeiten, Papier oder Wassertransfers oder was weiß ich da drauf zu machen. Jetzt muss man sich bloß immer den Untergrund erstmal gestalten. Ich habe mir jetzt ein paar Farben ausgesucht. Die werde ich mir ein bisschen mischen und das eigentlich auftragen mit einem Schwämmchen, wenn ich den wieder finde. So, ich mische mir dann jetzt meine Farben hier einfach auf meinem, Presspappe ist das irgendwie, auf meinem Motiv, in der Mitte ein bisschen heller und am Rand wollte ich ein bisschen dunkler haben. Ein bisschen vermischt alles. Und dann kommen ja schöne bunte Bilder drauf. Diese Wassertransfers, die sind ja schön bunt. Also braucht man ja nicht so viel mit bunter Farbe arbeiten, also mit Blau oder Grün oder sowas, sondern mit so gedeckten Farben hier eher ein bisschen. Jetzt bin ich hier auch ein bisschen in Blau reingekommen, macht auch nichts. Blau ist ja da auch mit bei. Ein bisschen vermengt, vermischt. Man muss sich immer trauen, ja. Kommt ja noch ein schönes Bild drauf. Also kannst du also nicht verkehrt machen. Theoretisch nicht. Ist jetzt nur der Untergrund, den man sich jetzt ein bisschen gestaltet. Damit dann nicht die Presspappe zu sehen ist. Genau, damit das nicht zu sehen ist. Mehr die Trabi-Pappe. Mehr ist das ja eigentlich nicht. Aus so einer Pappe wurde die Trabi-Karosse immer. Bloß lackiert, damit sie nicht aufweicht. Genau. Oh. Jetzt muss ich hier innen versuchen, ein bisschen heller zu werden. Mal alles ein bisschen austesten und ausprobieren, aber so ungefähr mache ich mir das jetzt hier. Ich hoffe, das sieht jetzt schon ganz gut aus. Perfekt. Man sollte sich das bloß nicht anschmeißen, dann hat man die Farbe auf seinen Sachen. So, und jetzt kann man immer noch ein bisschen nach hier noch mal ein bisschen weiß oder ein bisschen so. Je nachdem, wie man möchte. Genau. So werde ich mir jetzt alle meine Platten gestalten. Die zu dem Teil hier gehören. Und von vorn und von hinten, weil von hinten sieht man die ja eventuell irgendwo stehen. So werde ich mir das jetzt erstmal fertig machen. Meine drei Teile habe ich dann jetzt fertig, farblich gestaltet, von vorn und von hinten, damit man sie auch irgendwo hinstellen kann und von hinten auch mal zeigen kann, wenn Not am Mann ist. Jetzt kriegt man die nicht alle wirklich gleich hin. Also da muss man schon wirklich Profi sein und üben. Muss doch nicht. Muss nicht, nee. Kommen ja eh noch Bilder drauf. Jetzt habe ich mir gedacht, hier den Rand, was hier so schön ausgeformt ist, da kommt jetzt Gold drauf. Da habe ich mir jetzt mit Pigmentfix und Metallpigment Gold hier was eingerührt, dass man da dann mit so einem Schwämmchen reingehen kann oder mit einem, das gibt auch solche Stupfpinsel, die man nutzen kann. Und dann wird einfach bloß der Rand jetzt hier damit verschönert. Ist natürlich nicht glatt geschliffen, dieses Holz hier. Vielleicht hätte man das noch schleifen sollen. Jetzt merkt man mit dem Stupfpinsel, dass das nicht so ganz glatt ist und das nicht so ganz toll hinkriegt hier. Aber es muss ja nicht ganz doll gleichmäßig sein. Ich möchte nur, dass hier Gold ist. Kann natürlich alt aussehen. Ja, ja, und das werde ich jetzt hier mit allen dreien auch wieder machen. Man merkt nur halt, dass der Schwamm so ein bisschen hakelt da dran. Ja. Macht jedenfalls schon gleich einen ganz anderen Anblick. Optik. Ist immer cool, also dieses Gold ist so edel. So, jetzt habe ich meine
drei Teile soweit fertig, dass man die dann auch irgendwie gestalten kann. Jetzt habe ich hier so ein schönes Band, auch mal von La Blanche, ist man ja sparsam mit. Jetzt habe ich überlegt, klebt man entweder jetzt hier so eine Reihe runter. Ich mache einfach bloß ein paar Laschen hier so, dass das zusammenhält. Braucht man nicht so viel von dem guten Stoff. Und kann öfter mal was basteln. Ich will ja noch mehr von den Dingern machen. Die mache ich jetzt natürlich alle ungefähr gleich groß, damit das von hinten einigermaßen gleichmäßig dann auch aussieht. Hm. Dann sieht das ja doof aus. Jetzt muss man sich die Teile so hinlegen, dass hier immer mal ein bisschen Platz zwischen ist. Also nicht direkt aneinander schieben, damit die sich dann nachher auch ein bisschen bewegen können. Muss nicht viel Platz sein, aber so, was weiß ich, 3-4 Millimeterchen. Dann kommen hier meine Kleber drauf. Ich habe mir so einen kleinen Klebestift hier beiseite gelegt. Jetzt muss das bloß rauskommen. So, immer auf der Seite festmachen. Und natürlich auch auf der anderen Seite. So. Und das dann jetzt auf allen Seiten hier. Mal mein Ding wieder alle. Die kleinen Dinger, die reichen einfach nicht lange. So, jetzt kann man das nach innen hinten klappen. Und dann wieder nach vorne klappen, um das hinzustellen. So, und dann steht das schon mal. So, ist ja schon mal cool. Jetzt muss man da natürlich noch ein schönes Bild drauf kriegen. Und ich hatte mir ja diese tollen Wassertransfers geholt von La Blanche. Und da soll jetzt hier so ein Ballon drauf und an den beiden Seiten sollen dann diese schönen Blumen drauf. Das mal halt wieder hinlegen, vorsichtig, damit man es nicht gleich wieder abreißt. Ich habe mir dann die Motive ja schon zugeschnitten. Jetzt müssen wir bloß noch die Folie hier abmachen. Ein bisschen Wasser drauf sprühen. Mal gucken. Das ist ein feiner Nebel. So reichen? Jo. Platzieren, wo das Teil hin soll. Ein bisschen höher. Sicher? Ja. So, jetzt von der anderen Seite richtig feucht machen. Die Farbe muss natürlich richtig getrocknet sein. Hier habe ich schon etliche Stunden jetzt drauf. Die Farbe. Boah, das ist so trocken hier alles. Muss ja richtig durchfeuchten. Da bin ich gespannt. Ich lass mal. Noch nicht feucht genug. Und dann schön kurz wirken lassen. Muss natürlich überall nass sein. Stelle vergisst. Das ist jetzt immer so das Schwierigste mit dem Zeitpunkt abzuwarten oder abzupassen, wenn man es abziehen kann. Hinter dir ist Wasser. Jetzt will man ja auch die Farbe hier nicht wieder ab. Nee. Hört aber nicht. Das ist bei solchen Wassertransfers immer ja nicht so einfach. Immer noch. Mal gucken, dass er alles richtig nass hat. Alles richtig übertragen kann. An manchen Stellen hat man dann nicht genügend Wasser. Nicht schön. Hier auch wieder nicht. Da wird einfach nicht. Das ist auch noch zu trocken. Dann darfst du nicht abwischen. Dann musst du das noch ändern lassen. Ich habe immer Angst, dass die Farbe darunter dann wieder abgeht. Wisst ihr, das ist immer so. Das ist ein Pech, denn. Ja, das ist immer dieses Glücksspiel, was man so hat. Bleibt doch da drauf.
so filigran. Jetzt sieht das. Na? Das Holz saugt ganz schön, ja. Ist das cool? Oh, ist so, das muss ich hier cool. Mit mal ein bisschen rubbeln. Überall festmachen. Das sieht ja edel aus. Das sieht toll aus, ja. Also richtig cool. Kannst du das mal anheben? Das ist immer doof, wenn man schon zusammengeklebt hat. Hätte man vielleicht doch zum Schluss machen sollen. Meine Güte. Muss ich aber trotzdem mal ringsrum ab. Wischen. Ja, ich habe immer Angst, dass mir meine Farbe. Obwohl, das ist, ich meine, wenn das erstmal getrocknet ist, ist es ja getrocknet. Trotzdem habe ich immer ein bisschen Respekt. So, sieht doch schon mal cool aus. Ja. So, und dann auf die gleiche Weise jetzt links und rechts diese Teile dann jetzt hier drauf. Und dann hier auch wieder abziehen. Das muss ich aber jetzt nicht komplett füllen. Nee, ja, und wieder einsprühen und dann auch wieder drauf machen. Ja. Hier habt. Ja. So, jetzt lässt es sich langsam wieder abziehen. Wenn du flutscht, flutscht das, ja? Ja, du musst bloß erstmal den, du musst bloß immer den richtigen Zeitpunkt abpassen. Oh, los, komm. Geht ja schwer. So. Wunderschön. Ja, jetzt hat sich hier eine Stelle verschoben. Macht nichts. Klebe ich einfach nochmal was drüber. Also wenn jetzt wirklich, manchmal passiert es halt, geht irgendwo was kaputt. Hier haben wir jetzt eine so eine Stelle, warum auch immer die kaputt gegangen ist. Da mache ich einfach nochmal was anderes hin. Genau. Passiert. Das sieht bei anderen, sieht das immer so ganz einfach aus. Und wenn man es selber probiert, ist halt alles immer Übungssache. Wenn ich 100.000 Stück davon gemacht habe, dann geht es bestimmt auch ganz einfach. Aber sieht doch schon mal cool aus, ja, oder? Ganz edel. Und jetzt kann man sich noch überlegen, ob man noch irgendwas anderes damit drauf machen möchte. Muss ich mal gucken, was ich noch so Schönes habe, was da noch so hin kann. So, dann habe ich mir hier ein paar Sachen noch ausgesucht, die da unbedingt noch mit aufgeklebt werden sollen. Wir haben ja diese tollen Häuser. Gibt ja so eine Packung mit Ausstanzungen oder ausgebläserten Teilen. Die sind ja damit bei dem Papierset. Und da mache ich jetzt einfach hier so ein Haus mit drauf. Klebt das jetzt hier mal mit Uhu. Ist ja eigentlich Mixed-Media-Projekt. Da muss man nicht unbedingt Papierkleber nehmen. Und Uhu klebt einfach alles. Da brauche ich keine Angst haben. Der trocknet auch durchsichtig weg, falls man da irgendwo zu viel hat. Und das hält und fällt nicht wieder ab. So, kann das man hält sich garantiert. Das hält garantiert, ja. So, und jetzt sieht das so aus, als wenn der Ballon dann hinter den Häusern so vorkommt. So, hier haben wir dann noch so ein schönes altes Auto. Das kann da noch mit hin. Und dann habe ich für die Blumenseiten, wo die Blumenbouquets drauf sind, habe ich einfach noch, was sind das jetzt? Habe ich einfach noch nochmal Ballons ausgeschnitten. Es gibt ja solche Mittelpunkte, sagt La Blanche immer. Diese Mittelpunkte, die dabei sind, die kann man ausschneiden, die ganzen Sachen, und kann sich das da auch drauf machen. So, jetzt haben wir hier das Auto. So. Sieht mal so einen Ballon an, damit die Leute sehen, was du meinst. Hier soll ich habe mir diese Ballons noch ausgeschnitten. Hier ist einer, der war schon ausgelasert. Den klebe ich da jetzt einfach mit hin. Das ist mir innen da einfach zu nackig, zu leer. Kannst du auch machen, wie du willst. Ein bisschen. Und sich hier einfach. Genau, so hätte ich das auch gemacht. Ihn mit hinkleben. Und hier auf der anderen Seite habe ich mir aus so einem Teil einfach das ausgeschnitten, fällt heute alle drunter und alle irgendwo. Das ist die Anziehungskraft der Erde irgendwie. Alles irgendwo in der Ecke. So, das ist die richtige Seite. Also was ist denn heute mit meinem Kleber los? Eben sah ich noch, der Uhu klebt alles und heute ist ja so flüssig, aber das sind hier auch 100 Grad gefühlt im Raum. Also das ist Wahnsinn. Na. Muss ich mal richtig schütteln den Kleber.
Hier habe ich mir jetzt noch ein paar Blümchen ausgesucht, die da noch mit drauf sollen. Wir haben ja so eine tollen Blumen hier überall, so eine tollen ausgestanzten Sachen. Die muss man ja nicht unbedingt auf Karten machen. Sollte noch eins mit hin. So. Hier möchte ich eins hin haben. So. Hier muss auch noch was hin. So, da habe ich hier noch so ein schönes Teil. So, wenn das mal nicht edel ist, so, jetzt müssen wir mal gucken, was wir noch brauchen. Jetzt musst du noch ein bisschen weiter hier so umdrehen. Dann wird das doch. So. Ja. Damit wir das doch mal richtig gut machen können. Jetzt muss ich mal noch gucken. Mal brauche ich die Brille, mal brauche ich sie nicht. Immer hoch und runter schieben. Mal gucken. Sieht ja schon mal ganz cool aus. Jetzt habe ich aber immer noch diese schönen Stifte und ich habe noch Glitzersteine. Also ich will noch ein paar Glitzersteine da drauf. So, jetzt können wir hier noch ein bisschen Glitzersteinchen hinlegen. Ich mache mir jetzt hier erstmal Klebepunkte hin. Also heute will meine Hand wieder irgendwie nicht so wie ich will. Und so, wenn die so Fülle drücken. So, dann kann man da Strasssteinchen hinlegen. Die hat man ja immer über von diesen ganzen Diamond Painting Sachen. Dann kann man sich die da drauf setzen. Na komm, bleib liegen. Bisschen zu viel Kleber, aber der trocknet ja weg und dann ist gut. Ist ja nachher durchsichtig. So. Kommt jetzt hier überall ein paar Steinchen hin, die dann schön glitzern nachher. Das ist das Wichtigste. Glitzern muss es. Leben ohne Glitzer ist doch sinnlos. Ja. So. Jetzt kann man hier an die kleinen Dinger natürlich auch noch Glitzersteinchen ranmachen. Ein Pflicht. Ein Muss ist. Ja, damit er da oben ein bisschen glitzert. Hilft ja alles nichts, was Mut hat Mut. Die haben alle unterschiedliche Ballons, deswegen sind da noch überall unterschiedlich die Steinchen. Das Ding hier muss ich auch mal wieder anspitzen. Aber solange wie es funktioniert, ist man einfach zu bequem. Ich habe immer irgendwo den Anspitzer, ich weiß bloß nicht wo, wenn der mir mal wieder unter den Finger kommt, wird angespitzt. So, hier noch ein paar. Ach, und hier hat die noch. Perfekt. So, und dann kann man sich jetzt nochmal hinstellen und überlegen, braucht man jetzt noch irgendwas oder braucht man nicht, aber erstmal die Steinchen wieder drin, damit sie nicht durch die Gegend flattern. Also ich finde, mehr muss da gar nicht dran. Manchmal ist zu viel auch zu viel. Diese Blumen hier wollte ich unbedingt noch dran machen. Die finde ich richtig toll, die ausgestanzten Sachen und Steinchen. Das ist dein Projekt, da kannst du machen, was ja, du willst. Theoretisch könnte man jetzt noch, muss man aber nicht irgendwas machen. Zu viel ist nachher zu viel. Ja, ich finde es eigentlich ganz gut, so wie es ist. So kann man sich das schön irgendwo ins Fenster stellen, damit die Leute nicht reingucken können. Ja. Dafür ist das gedacht. Oder dass du irgendwas anderes abdeckst damit. Ja. Ich finde es cool, macht Spaß. Diese Triptychon lassen sich ganz toll gestalten mit allen möglichen Sachen, die man so hat. Bin ich erstmal wieder stolz auf mein kleines Bild hier. Jo, also Leute, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein. Denn wir zeigen euch immer wieder die neuesten und coolsten Sachen, die wir finden oder machen. Und das sieht wieder so... La Blanche hat nur tolle Sachen, damit kann man eigentlich nichts falsch machen. Sieht immer schön aus, ganz egal, was man, wo man, wie, was macht. Schleim dich mal. Ja. Wird's.